Ja, guten Abend noch miteinander. Ja, unsere kleinen Einführungen in die buddhistischen Lehren sind wir heute bei unserem dritten Abend angelangt. Das heißt nach Adam Riese, dass wir zwei Abende schon hinter uns haben. Der erste hatte die Überschrift Der Geschmack des Dharma. Und da hatte ich versucht, etwas an Gespür zu vermitteln, worum es denn ja bei Spiritualität und insbesondere bei buddhistischer Spiritualität geht. Ich habe über die Sehnsucht der Menschen gesprochen nach Frieden, nach Erfüllung. Ich habe darüber geredet, warum es nie so richtig funktionieren will und habe auch angedeutet, was der Buddha an Belehrungen und Hilfen dazu gibt. Der zweite Abend widmete sich sozusagen den verschiedenen Stufen seiner Belehrung, denn es ist deutlich geworden, dass sowohl das Verständnis der buddhistischen Themen als auch buddhistische Praxis ja von Stufe zu Stufe immer tiefer geht. So wie der große Ozean sagte, er warte nicht auf einmal in die Tiefe abstürzen. So ist es mit seinen Lehren auch. Man geht behutsam ran, bis man irgendwann ja am Kern der Dinge angelangt ist. Wir haben darüber geredet, was Großherzigkeit bedeutet. Wir haben angesprochen ethisches Verhalten. Thema war auch Fortexistenz, jenseits übermenschliche Existenzform. Und schließlich haben wir davon gesprochen, dass es möglich ist, inneren Frieden zu finden, Stille zu suchen, ja, geistige, seelische Harmonie zu finden und sogar die Sinneserfahrung, die Dualität von Ich und Welt zu transzendieren. Das war sozusagen der Anlauf und diese vier letztgenannten Lehren sind die hinführenden Lehren des Erwachen, die uns fit machen sollen für das anfängliche Eigentliche. Und das Eigentliche steht heute Abend auf dem Programm, die vier edlen Wahrheiten oder die vier heilenden Wahrheiten des Buddha. Ich nenne das immer das Buddhistische am Buddhismus, die Essenz. Der Kern, darauf kommt es an. Vieles von dem, was im Rahmen der buddhistischen Belehrung auf der Tagesordnung steht, sind eben nur Anläufe, um den großen Sprung zu machen. Und der große Sprung passiert eben mit und bei den vier Wahrheiten. Vier edlen Wahrheiten. Warum Wahrheiten? Einfach deshalb, weil unser Leben von Illusion, von Nichtwissen, von Verblendung, von Wahnvorstellungen, von Täuschung geprägt ist. Deshalb lehrt der Buddha Wahrheit. Warum edle Wahrheiten? Weil wir auch im Alltagsleben viel mit Wahrheiten zu tun haben, die aber sehr relativer Natur sind. Also die Wetternachrichten ist oft wahr, aber nur sehr relativ von Bedeutung. Das, was wir in der Zeitung lesen, ist gelegentlich auch wahr, aber für unser Leben nicht entscheidend. Vieles, was wir in unserem Beruf lernen müssen, an Kenntnissen, Erfahrung, ist oft richtig wahr, okay, aber nicht entscheidend für unsere Existenz. All diese relativen Wahrheiten dienen dazu, dass wir uns in unserem Leben zurechtfinden, dass wir besser vorankommen im Leben, aber sie erklären nicht die Existenz selbst, sie helfen nicht, die existenziellen Probleme zu beleuchten und zu bewältigen. Und das ist das, was der Buddha lehrt in den vier Wahrheiten. Das sind deshalb edle Wahrheiten, weil sie so ein Stück letztendliche Aussagen treffen, nicht nur relativ etwas über unsere Daseinswirklichkeit. Bleibt noch die Frage, warum vier Wahrheiten? Und das ergibt sich aus der Sache selbst, wenn ich jetzt weiter erzähle, warum es gerade vier Wahrheiten sind. Um das am einfachsten zu verstehen, verwende ich gern immer den Satz, den der Buddha selbst über sich sagt. Er sagt nämlich, ich bin ein Arzt, ein Menschheitsarzt, und zwar der beste Arzt, den es geben kann. Und was erwartet man von einem Arzt? Nämlich genau vier Dinge. Erstens, dass er die Krankheiten diagnostiziert und die Symptome beschreibt. Dass er zweitens auch weiß, woher die Krankheiten kommen, muss die Ursachen kennen. Er muss drittens wissen, ob es eine Heilungsmöglichkeit gibt, ob es eine Chance gibt, gesund zu werden.
Und er muss viertens Heilmethoden kennen, er muss Heilmittel zur Verfügung haben, die uns auch wirklich gesund machen. Und genau das ist der Anspruch des Buddha, zu heilen. Er will ein Heiler sein. Aber natürlich nicht für unsere körperlichen Gebrechen. Also für Schnupfen, Husten, Bandscheibenvorfälle, Rückenschmerzen und was es alles in dieser Welt gibt. Dazu fühlt er sich nicht in allererster Linie berufen, da Heiler zu sein. Worum es ihm geht, ist die existenzielle Heilung. Also er will uns in unserer Existenz klar und wieder gesund machen. Und dazu, genau dazu, braucht es die vier Heilswahrheiten. Die Wahrheit vom Leiden, Dukkha, die Wahrheit von der Ursache des Leidens, die Wahrheit von der Beendigung des Leidens und die Wahrheit von dem Weg, der zur Beendigung des Leidens führt. Das nennt man Buddhismus. Dharma, das, was an Wahrheiten da ist. Und das ist auch das Programm des heutigen Abends. Und zu diesen vier Wahrheiten will ich jetzt ein paar erläuternde Sätze sagen. Ich fange naturgemäß mit der ersten heilenden Wahrheit an, die Wahrheit vom Leiden. Die Ausgangsfrage ist immer, was ist die allgemeinste Erfahrung, die ein Mensch oder ein Wesen macht? Was ist die wichtigste, tiefgreifendste Erfahrung, die wir alle machen? Und da wird immer Leiden gesagt. Oder besser, um den Pali-Ausdruck auch mal zu nennen, der Buddha nannte es Dukkha, Leiden. Und tatsächlich, wenn man auf unser Leben schaut, fängt das Leben mit dem ersten Schmerzensschrei an bei der Geburt. Und wenn wir sterben, ist es meistens auch nicht ganz einfach. Oft auch ein Todeskampf. Und was dazwischen liegt, ist, weiß ich, Liebeskummer, Zahnweh, Orientierungslosigkeit, Verlust. Also all das, was wir auch aus unserer eigenen Erfahrung kennen. Da fragt man sich natürlich zu Recht, braucht es denn dazu einen Buddha, um das festzustellen? Und dann sage ich in der Tat nein. Also das weiß jedes kleine Kind, weiß schon, was Leiden ist. Wir alle wissen das, da braucht es keinen Buddha. Und das macht schon deutlich, dass der Buddha über etwas anderes noch spricht. Dass der Begriff Dukkha, ich sage das immer mal, damit wir nicht so an dem deutschen Wort kleben, einen sehr viel weiteren Begriff hat, eine sehr viel weitere Bedeutung hat, als nur dieses enge Wort des Leidens. Wird gleich klar, warum. Dukkha im Sinne des Buddha ist alles, was nicht vollkommen ist. Jede Erfahrung, jedes Erleben, das irgendwie vom Ideal abweicht. Also alles, was irgendwo einen Haken hat, wo was glänzt, wo was nicht ganz in Ordnung ist. Und das ist sehr viel mehr als nur ja, Zahnweh etc. etc. Und das will ich noch ein bisschen verdeutlichen. Leiden im buddhistischen Sinn ist also kein negatives Gefühl in erster Linie, sondern es ist ein existenzieller Zustand. Es ist die Befindlichkeit unseres normalen Lebens. Und ich möchte näher untersuchen jetzt mit eurer Hilfe, was denn Dukkha bedeutet. Zum einen bedeutet Dukkha natürlich Leiden auch im engeren Sinn. Also da, wo es wirklich weh tut, Negativität, ungute Erfahrung, schlechte Erfahrung, es tut weh. Ja. Wenn wir das auf unseren Körper beziehen, kann man drei Prototypen von Leiden nennen, die wir auch alle aus der Zeitung kennen. Alter, Krankheit, Tod. Wo Körper ist, wo körperliche Existenz ist, wo jemand einen Leib hat, wird er oder sie früher konfrontiert mit diesen drei Grundformen von Dukkha. Aber auch psychisch, seelisch ist manifestes Leiden eine Erfahrung. Dann nennen wir das Kummer, Sorge, Ärger, Verzweiflung, Depression, was auch immer. Also immer wenn wir auf dieser emotionalen, gemüthaften Ebene Schmerz empfinden, ist das auch Dukkha. Im manifesten Sinn. Bleibt unser Geist. Und auch da ist Dukkha präsent. In Form einfach von Nichtwissen, Ahnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit,
Zweifel. Und das ist eine Art von Erfahrung, die jeder kennt. Da muss man nicht groß drüber reden und drum streiten, ob das tatsächlich existiert oder nicht. Das weiß sozusagen jeder und das ist leicht nachvollziehbar. Das ist im Pali Dukkha, Dukkata. Die zweite Form von Dukkha, das heißt Sankhara, Dukkata im Pali, ist schon nicht mehr ganz so leicht festzustellen. Das ist nämlich die Form von Unvollkommenheit, die sich manifestiert in der Bewegtheit, der Bedingtheit, der Veränderlichkeit unserer Welt, der Nichtverfügbarkeit, der Nichtkontrollierbarkeit von Wirklichkeit. Es ist die Tatsache, dass wir immer unterwegs sind, dass wir immer etwas wollen, etwas brauchen, dass wir nie das Gefühl haben, am Ziel zu sein, sondern immer das Gefühl haben, noch bin ich getrennt vom Eigentlichen. Ich will etwas haben, ich will es bekommen, aber ich habe es noch nicht. Da ist oft gar nicht feststellbar, denn wir stellen oft gar nicht deutlich fest, dass das Leiden ist, weil wir hoffen, dass wir die Situation erreichen, die wir uns vorstellen und denken, dann ist es ja okay. Wenn ich den Weg erstmal gegangen bin und das habe, was ich brauche, dann ist es ja okay. Aber die Form von Dukkha, über die der Buddha spricht, lautet, ihr kommt nie an. Jedenfalls nicht auf dem Weg, den ihr sucht, weil ihr immer das Gefühl haben werdet, ich bin noch nicht da, ich bin immer noch unterwegs. So, dritte Form von Dukkha, von Leiden, das ist nun eine fast tragische. Das heißt Viparinama Dukkata. Das Leiden, Viparinama Dukkha, das Leiden der Vergänglichkeit, das Leiden des Wandels. Und das, was wir ja auch immer mal erfahren, es gibt ja Situationen, wo man mal so kurz wenigstens das Gefühl hat, ach, jetzt ist alles in Ordnung. So könnte es bleiben. Aber es bleibt eben nicht so. Es verändert sich. Es wandelt sich. Selbst die angenehmsten, schönsten, besten Zustände, die wir im Leben erreichen, bleiben nicht, sondern gehen irgendwann einmal kaputt. Und selbst das, was andere Religionen versprechen als Paradies, als Himmel, als dies und das, Fußnote, der Buddha sagt, das gibt es alles, diese Zustände, diese Erlebensweisen, die wir Paradies nennen, himmlisches Dasein nennen. Aber auch diese Form von Erlebnis hat einen Nachteil. Vergeht wieder. Und das heißt, dass wir auf nichts in dieser Existenz letztendlich bauen können, weil es nirgendwo einen festen Halt gibt, denn da, selbst da, wo wir das Gefühl haben, so könnte es bleiben, wird es nicht bleiben, und das ganze Karussell dreht sich wieder von neuem rum. Und das sind in einem Satz nochmal zusammengefasst, die drei Formen, in denen Dukkha, in denen Leiden in unserer Existenz auftritt. Als manifester Schmerz, körperlich, seelisch, geistig. Als getrennt sein von dem, was eigentlich sein sollte, und als Vergänglichkeit, Wandelbarkeit, nicht Dauerhaftigkeit. Das so, das zweite, wie heißt das noch? Sankhara. Sankhara, die Bewegtheit, Aktivität, immer unterwegs sein. Also jetzt könnte man zu Recht sagen, den Einwand höre ich auch gelegentlich, dass es doch auch im Leben schöne Sachen gibt. Ja? Denn, fasst das nochmal zusammen, der Buddha behauptet nicht, dass das Leben auch mit Leiden verbunden ist. Das ist eine Binsenweisheit. Der Buddha sagt, das Leben an sich per se, als Konstruktion, unvollkommen ist. Und da kommt der Einwand, ja Moment, also in meinem Leben zumindest gab es dreimal eine Situation, wo ich sagte, das ist aber schön, das war jetzt nicht Leiden, das war Glück. Also hat der Buddha Unrecht. Natürlich hat der Buddha Unrecht, er hat selten Unrecht. Ja? Und genau das, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, und das vorletzte Mal, ist genau das, was der Buddha sagt in Bezug auf diese Dinge. Er sagt, natürlich gibt es im Leben tolle Erfahrungen, fantastische Erlebnisse, auch Zustände, die himmlisch wunderbar sind. Und ich, der Buddha, zeige euch, ja, wie in eurem Leben das Unangenehme weniger wird, wie das Angenehme mehr wird. Das zeige ich euch.
Aber ich sage auch dazu, dass das alles nur relative Hilfen sind, weil, Stichwort nochmal Vergänglichkeit, auch das, was ich da euch helfend zeige, nicht schon die Lösung des gesamten Problems ist. Es ist eine Hilfe, innerhalb sozusagen des Lebens voranzukommen, in bessere Situationen zu kommen, aber es löst nicht die existenzielle Frage selbst, weil auch das Schönste, das wir erleben können, nicht letztendlich unsere Sehnsucht nach Frieden und Heil und Glück erfüllt, wegen der Vergänglichkeit. Deshalb lehrt der Buddha mehr. Was er mehr lehrt, kommt noch gleich. Das war die erste Wahrheit, sozusagen im Telegramm stehen. Zweite Wahrheit, wir wissen ja, Beispiel war der Arzt. Was macht der Arzt? Der sagt, erst sie sind krank und dann fragt er, warum, wo kommt es sozusagen her? Und die zweite Wahrheit fragt nach den Ursachen, nach den Bedingungen für diese Dukkha-Situation. Und da muss man sich schon mal anhören, dass diese Lebenssituation von Dukkha tatsächlich bedingt ist. Das ist ja schon entscheidend zu wissen, dass es nicht ein Zufall ist, dass wir nicht irgendeinem Chaos ausgesetzt sind, denn wäre das der Fall, dann hätten wir schlechte Karten. Die Tatsache, dass das bedingt ist, gibt uns schon einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn wo Bedingungen da sind, kann man die unter Umständen ändern. Das heißt also, alle Erfahrungen, die wir machen, die Dukkha-Erfahrung, haben bestimmte Ursachen, haben bestimmte Bedingungen. So, jetzt kommt das Unpopuläre an der Antwort des Buddha. Unpopulär deshalb, weil er, ich drücke das einfach aus, sagt, wir haben selbst die Verantwortung dafür. Wir können also nicht sofort anfangen, wie wir es gerne tun, jetzt zu suchen, wer ist denn schuld daran, dass es mir so geht. Ja? Der Nachbar, der Chef, die Regierung, sage ich immer. Der eigene Partner, die eigene Partnerin. Wir suchen ja immer, wer sozusagen verantwortlich ist dafür, dass es mir so schlecht geht. Und hier ist die Antwort schlicht und einfach, guck nicht in der Welt rum, guck bei dir selbst, denn es ist nicht die Welt, die schlecht ist, nicht die Welt, die an sich verkehrt ist, sondern es ist unser Verhältnis, unser Bezug zu den Dingen um uns herum. Und dieser Bezug ist falsch und irrational. Wir haben Wünsche gegenüber der Welt, die von vornherein nicht erfüllbar sind. Wir haben Sehnsüchte, die irrational sind. Das heißt, wir sind auf dem falschen Trip. Und deshalb sind wir in dieser Situation. Einfach und zusammengefasst ausgedrückt. Aber man kann diese Ursachen auch nochmal näher präzisieren. Man kann es nochmal bei sich selbst nachvollziehen, was ist denn das, was mich sozusagen in diese Lebenssituation neu bringt. Erste Antwort, die der Buddha sagt, Durst. Das ist nur ein bildhafter Ausdruck. Man kann auch sagen, Verlangen, Begehren. All das, was wir sozusagen an Erwartungen in Bezug auf die Welt haben. Und das lässt sich in dreierlei Richtungen präzisieren. Das, was am dominierendsten ist von Durst und Verlangen, ist haben wollen, genießen wollen. Auto, Haus, Sex, Geld, Urlaub. Oder einfach ausgedrückt, alle die sinnlich erfahrbaren Dinge, die uns irgendwas Angenehmes sozusagen anreichen. Und das soll alles mehr sein, öfter sein, billiger sein. Ja? Das ist so die Grundtendenz. Und die Struktur, die dahinter ist, das Grundprinzip, das dahinter ist, wir wollen Objekte dieser Welt uns aneignen, genießen, damit es uns gut geht. Das ist das schlicht und einfache Grundprinzip. Was das für jeden ist, ist völlig egal. Jeder will was anderes, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Was in der Welt könnte mich glücklich machen? Ich will es haben, ich will es genießen. Zweiter Aspekt ist, ich will was sein. Also ich will nichts haben, aber ich will was sein. Ich will mindestens berühmt sein. Wenn das nicht klappt, will ich wenigstens bekannt sein oder wenigstens beliebt sein, geschätzt sein, geachtet sein. Ja, ich will überhaupt sein. Wenn alles nicht funktioniert, ich will wenigstens existieren. Ich will wenigstens leben. Also der Drang nach Dasein. Das ist allerdings, muss ich sagen, eine verkappte Form von
haben wollen, die sich als sein wollen manifestiert. Da geht es also nicht mehr um die Objekte der Welt, da geht es um mich in dem Fall, aber auch Erwartung, da soll dieser Kerl soll etwas darstellen. Und die subtile, feinere Form davon ist, das eigentliche Sein-Wollen, das Sein-Wollen in innerer Größe, innerer Freiheit, also Erhabenheit, das heißt die Entfaltung der seelischen und geistigen Kräfte, die man hat. Sprich, technisch ausgedrückt, Reinheit des Herzens erleben wollen. Also in sich voller Güte, mit Freude, mit Empfinden und Gleichmut sein. Innere Entfaltung, die über das Menschliche hinausgeht. Da seht ihr, dass es auch durchaus ein Sein-Wollen gibt, das über die menschliche Dimension weit hinausgeht. Das ist nicht nur jetzt so banal, ich will Präsident der Vereinigten Staaten werden oder so. Es gibt schon auch andere Formen von Sein-Wollen. Und die letzte Variante von Durst, von Verlangen, ist sozusagen die Kehrseite von den beiden anderen. Das ist das Verlangen nach Vernichtung, nach Veränderung, nach Reform, nach Revolution. Denn wir stellen fest, dass oft die Welt nicht so ist, wie wir sie brauchen. Also soll sie anders werden. Nicht? Das ist die Veränderung der Welt, der Wunsch, die Welt so zu verändern, dass uns endlich passt. Das, was die Menschen permanent machen, der einen wollen es über eine Revolution erreichen, die anderen wollen es über Reform erreichen, die Dritten wollen es über Arbeit, Anstrengung und erreichen. Sie wollen, dass die Welt eine bessere wird. Sie wollen die Welt sozusagen schön machen, lebbar machen. Und das alles sind nur Ausdrucksformen von Durst, von inneren Tränen, von Energien, die in die von mir genannten Richtungen gehen. Eine zweite Darstellung der Ursachen von Dukkha ist neben Durst, Verlangen, Unwissenheit. Unwissenheit heißt, dass unser Geist blind ist für die Realität des Daseins. Wir haben Vorstellungen, wie alles funktioniert, wir haben Vorstellungen in Bezug auf uns und die Welt, aber diese Vorstellungen sind falsch, wir sind blind, wir sehen die Realität nicht. Insbesondere definiert der Buddha, man sieht die vier Wahrheiten nicht, über die wir jetzt reden. Das ist die knappste Definition von Blindheit, von Unwissenheit. Wenn man diese Dinge nicht kennt, über die wir heute Abend reden, wenn man sozusagen als normalen Menschen, dem normalen, gesunden Menschenverstand rumläuft. Und meine Erfahrung mittlerweile ist, es gibt kaum was Krankeres als der gesunde Menschenverstand. Und das drückt sich buddhistisch aus, dass wir tatsächlich mehr aus Unwissen und Wahnvorstellungen herausleben, denn aus Einblick in die Realität. Und was wir vor allen Dingen nicht begreifen oder nicht sehen wollen, wegdrücken, das ist die Tatsache, dass alle Erscheinungen dieser Welt, ich drücke es ganz einfach und ganz allgemein aus, alle Erscheinungen dieser Welt, bei Dingen, bei Menschen, bei Situationen und, alle Phänomene haben immer drei Grundeigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, sie gehen vorbei. Es bleibt definitiv nichts. Das zweite ist, dass nichts von all diesen Phänomenen in der Lage ist, mich tatsächlich innerlich zufriedenzustellen, mich innerlich auf Dauer zu erfüllen. Es bleibt immer ein Rest von Unerfülltsein. Schon deshalb, weil die Dinge mehr entschwinden, ich kann sie nicht festhalten. Und die dritte Erscheinungsform, das dritte Merkmal aller Erscheinungen ist, dass sie substanzlos sind. Dass sie nicht eine Eigenheit, ein Eigensein haben, keine Existenz aus sich heraus haben, sondern dass sie immer nur bedingt entstehen, immer nur durch Ursachen entstehen. Und wenn diese Ursachen sich sozusagen erschöpft haben, deshalb auch wieder verschwinden. So, die Folgen davon sind relativ dramatisch. Die Folgen davon sind, dass wir, einfach ausgedrückt, uns in diese Welt hinein verstricken, immer wieder neue Erlebenssituationen erzeugen, nie aus diesem Kreislauf herauskommen, nie eine Situation erleben, wo wir wirklich sagen können, jetzt ist alles erledigt, jetzt kann ich sogar einen Haken dran machen, alles ist in Butter.
Und das in Dimensionen, ich will das nur andeuten, die über das normale weltliche und menschliche Verständnis hinausgehen. Dass sich das eben nicht nur bezieht auf dieses eine Leben. Das rumzukriegen, trauen wir uns alle zu. Das ist machbar. Ja. Die paar Jahrzehnte, die kriegen wir alle hin. Aber das Dramatische ist, dass dieser Lebensprozess sich ja immer wieder fortsetzt, immer wieder aufs Neue sich präsentiert. Stichwort geboren werden, altern, sterben, wiedergeboren werden, wieder alt werden, wieder sterben und so fort. In einem anfanglosen Daseinskreislauf und in einem potenziell auch endlosen Daseinskreislauf, sei denn wir beenden. Und das sind ja die Lehren, auf die der Buddha hinzieht. Wir sind nach Adam Riese bei der dritten Wahrheit angelangt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Die erste Wahrheit sagte, was ist Dukkha, was ist Leid? Die zweite sagt, was ist die Bedingung, die Ursache dafür? Und die dritte Wahrheit fragt einfach, gibt es die Möglichkeit, Dukkha zu beenden? So, jetzt komme ich nochmal auf das Beispiel vom Arzt zurück, weil mir das selbst gefällt, deshalb erzähle ich es immer. Man geht zum Arzt und er stellt fest, Sie sind krank. Und dann sagt man, das ist ein pessimistischer Arzt. Da gehe ich nicht mehr hin. Ich gehe zu einem Arzt, der optimistisch ist. Der sagt, Sie sind gesund. Ja, da gehe ich hin. Und das passt auch zu unserem westlichen sozusagen, ja, Lebensgefühl. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil der Buddhismus seit Schopenhauers Zeiten ja immer so ein bisschen das Etikett hat, ach, das ist eine pessimistische Religion. Da wird so viel von Leiden geredet. Ja? Wir haben genug davon und dann kommt einer und bohrt dann noch den Finger drin. Warum? Das können eh nur Asiaten, wir Europäer sind ja eher Optimisten. Wir gestalten unser Leben und machen was draus. Deshalb habe ich das gesagt, dass es nicht darum geht bei dieser Analyse, ob das nur pessimistisch ist oder optimistisch, was ich da sage oder was der Buddha lehrt, sondern dass die einzige Frage ist, ob das realistisch ist. Ja? Und der Buddha sagt, das ist realistisch. Ihr könnt selbst hinschauen und könnt sehen, ob das stimmt. Aber noch aus einem anderen Grund ist die Lehre des Buddha nicht pessimistisch, weil er eben nicht nur zwei Wahrheiten gesagt hat, die vom Leiden und von den Ursachen, sondern hat er vier Wahrheiten genannt, nämlich auch die dritte, die Möglichkeit von Dukkha frei zu werden, und die vierte, wie man das dann tatsächlich praktisch auch macht. Und dann sind wir eigentlich schon auf der Spur. Wenn man die Ursachen von einer negativen Situation kennt, dann hat man doch das Instrument schon in der Hand, diese negative Situation, diese Dukkha-Situation zu verändern. Warum? Wenn ich weiß, dass Verlangen kein Grund dafür ist, dass immer wieder Leiden erfahren wird, muss ich Verlangen aufheben oder zumindest es mindern lassen. Wenn ich weiß, dass Unwissenheit, dass Blindheit, dass Illusion ein Grund für ja, Dukkha ist, dann ergibt sich doch ja, ganz logisch, dass man Unwissenheit überwinden muss, dass man Wissen an diese Stelle setzen muss, dass man Weisheit an diese Stelle setzen muss. Und deshalb ist das Ende von Durst, das Ende von Verlangen und das Ende von ja, Unwissenheit zugleich auch das Ende von jeder negativen Erfahrung, das Ende von Dukkha schlechthin. Anders formuliert, es geht in der buddhistischen Anschauung und Praxis darum, dass wir das haben wollen, aufgeben irgendwann, und dass wir das sein wollen, irgendwann aufgeben. Oder noch in einer anderen Formulierung, dass Gier, Hass und Verblendung, dass die sich in unserem Leben dünne machen und irgendwann mal nicht mehr verschwinden. Und was da übrig bleibt, in Anführungsstrichen übrig bleibt, das ist die Freiheit. Das ist das, was Buddha Nirvana nennt. Das Verlöschen, Nirvana heißt Verlöschen, das Verlöschen von Gier, Hass und Verblendung. Und das ist bitteschön
dass man jetzt nicht Ängste oder Sorgen hat, dass das jetzt ein großer Verlust ist. Das ist null Verlust. Es ist nur ein Loslassen von dem, was ohnehin vergänglich ist. Ein Loslassen von dem, was man so und so nicht festhalten kann. Ein Loslassen von dem, was mir so und so nicht gehört. Ja, und was mich letztendlich auch gar nicht erfüllt. Es ist nicht das Nichts. Manche denken, Nirvana ist das Nichts. Da bleibt ja nur noch ein schwarzes Loch übrig, wenn ich alles Verlangen und Begehren aufgebe. Da bin ich ja vernichtet. Ja? Nein, sagt der Buddha, was vernichtet wird, ist nur eins. Dukkha. Leid. Unangenehme Situation in all den Varianten, die ich genannt habe. Das bleibt übrig. Oder positiv formuliert, was der Erwachte oft und oft auch tut. Nirvana ist das höchste Glück. Das ist Frieden. Das ist sozusagen Vollkommenheit, wenn man das überhaupt in Worten ausdrücken kann. Ja? Nirvana ist das größte Wohl, das überhaupt möglich ist. Das allerdings jenseits dessen ist, was unsere Erfahrung bisher sagt. Und auch leider jenseits ist dessen, was wir uns im Moment vorstellen können. Deshalb erscheint es vielen als so als etwas Negatives, als etwas ja, Leeres. Zweite Wahrheit, wir wissen ja, Beispiel war der Arzt. Was macht der Arzt? Der sagt, erst ist er krank und dann fragt er, warum? Wo kommt das sozusagen her? Und die zweite Wahrheit fragt nach den Ursachen, nach den Bedingungen für diese Dukkha-Situation. Und da muss man sich schon mal anhören, dass diese Lebenssituation von Dukkha tatsächlich bedingt ist. Das ist ja schon entscheidend zu wissen, dass es nicht ein Zufall ist, dass wir nicht irgendeinem Chaos ausgesetzt sind, denn wäre das der Fall, dann hätten wir schlechte Karten. Die Tatsache, dass das bedingt ist, gibt uns schon einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn wo Bedingungen da sind, kann man die unter Umständen ändern. Das heißt also, alle Erfahrungen, die wir machen, die Dukkha-Erfahrung, haben bestimmte Ursachen, haben bestimmte Bedingungen. So, jetzt kommt das Unpopuläre an der Antwort des Buddha. Unpopulär deshalb, weil er, ich drücke das einfach aus, sagt, wir haben selbst die Verantwortung dafür. Wir können also nicht sofort anfangen, wie wir es gerne tun, jetzt zu suchen, wer ist denn schuld daran, dass es mir so geht. Ja? Der Nachbar, der Chef, die Regierung, sage ich immer. Der eigene Partner, die eigene Partnerin. Wir suchen ja immer, wer sozusagen verantwortlich ist dafür, dass es mir so schlecht geht. Und hier ist die Antwort schlicht und einfach, guckt nicht in der Welt rum, guck bei dir selbst, denn es ist nicht die Welt, die schlecht ist, nicht die Welt, die an sich verkehrt ist, sondern es ist unser Verhältnis, unser Bezug zu den Dingen um uns herum. Und dieser Bezug ist falsch und irrational. Wir haben Wünsche gegenüber der Welt, die von vornherein nicht erfüllbar sind. Wir haben Sehnsüchte, die irrational sind. Das heißt, wir sind auf dem falschen Trip. Und deshalb sind wir in dieser Situation. Einfach und zusammengefasst ausgedrückt. Aber man kann diese Ursachen auch nochmal näher präzisieren. Man kann es nochmal bei sich selbst nachvollziehen, was ist denn das, was mich sozusagen in diese Lebenssituation wieder neu bringt. Erste Antwort, die der Buddha sagt, Durst. Das ist nur ein bildhafter Ausdruck. Man kann auch sagen, Verlangen, Begehren. All das, was wir sozusagen an Erwartungen in Bezug auf die Welt haben. Und das lässt sich in dreierlei Richtungen präzisieren. Das, was am dominierendsten ist von Durst und Verlangen, ist haben wollen, genießen wollen. Auto, Haus, Sex, Geld, Urlaub. Oder einfach ausgedrückt, alle die sinnlich erfahrbaren Dinge, die uns irgendwas Angenehmes sozusagen anreichen. Und das soll alles mehr sein, öfter sein, billiger sein. Ja? Das ist so die Grundtendenz. Und die Struktur, die dahinter ist, das Grundprinzip, das dahinter ist, wir wollen Objekte dieser Welt uns aneignen, genießen, damit es uns gut geht. Das ist das schlicht und einfache Grundprinzip.
Was das für jeden ist, ist völlig egal. Jeder will was anderes, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Was in der Welt könnte mich glücklich machen? Ich will es haben, ich will es genießen. Zweiter Aspekt ist, ich will was sein. Also ich will nichts haben, aber ich will was sein. Ich will mindestens berühmt sein. Wenn das nicht klappt, will ich wenigstens bekannt sein oder wenigstens beliebt sein, geschätzt sein, geachtet sein. Ja, ich will überhaupt sein. Wenn alles nicht funktioniert, ich will wenigstens existieren. Ich will wenigstens leben. Also der Drang nach Dasein. Das ist allerdings, muss ich sagen, eine verkappte Form von haben wollen, die sich als sein wollen manifestiert. Da geht es also nicht mehr um die Objekte der Welt, da geht es um mich in dem Fall, aber auch Erwartung. Da soll dieser Kerl soll etwas darstellen. Und die subtile, feinere Form davon ist, das eigentliche Sein wollen, das Sein wollen in innerer Größe, innerer Freiheit, also Erhabenheit, das heißt die Entfaltung der seelischen und geistigen Kräfte, die man hat. Sprich, technisch ausgedrückt, Reinheit des Herzens erleben wollen. Also in sich voller Güte, mit Freude, mit Empfinden und Gleichmut sein. Also innere Entfaltung, die über das Menschliche hinausgeht. Da seht ihr, dass es auch durchaus ein Sein-Wollen gibt, das über die menschliche Dimension weit hinausgeht. Es ist nicht nur jetzt so banal, ich will Präsident der Vereinigten Staaten werden oder so. Es gibt schon auch andere Formen von Sein-Wollen. Und die letzte Variante von Durst, von Verlangen, ist sozusagen die Kehrseite von den beiden anderen. Das ist das Verlangen nach Vernichtung, nach Veränderung, nach Reform, nach Revolution. Denn wir stellen fest, dass oft die Welt nicht so ist, wie wir sie brauchen. Also soll sie anders werden. Nicht? Das ist die Veränderung der Welt, der Wunsch, die Welt so zu verändern, dass es uns endlich passt. Das, was die Menschen permanent machen. Die einen wollen es über eine Revolution erreichen, die anderen wollen es über Reformen erreichen, die Dritten wollen es über Arbeit, Anstrengungen und erreichen. Sie wollen, dass die Welt eine bessere wird. Sie wollen die Welt sozusagen schön machen, lebbar machen. Und das alles sind nur Ausdrucksformen von Durst, von inneren Tränen, von Energien, die in die von mir genannten Richtungen gehen. Eine zweite Darstellung der Ursachen von Dukkha ist neben Durst, Verlangen, Unwissenheit. Unwissenheit heißt, dass unser Geist blind ist für die Realität des Daseins. Wir haben Vorstellungen, wie alles funktioniert, wir haben Vorstellungen in Bezug auf uns und die Welt, aber diese Vorstellungen sind falsch, wir sind blind, wir sehen die Realität nicht. Insbesondere definiert der Buddha, man sieht die vier Wahrheiten nicht, über die wir jetzt reden. Das ist die knappste Definition von Blindheit, von Unwissenheit. Wenn man diese Dinge nicht kennt, über die wir heute Abend reden, wenn man sozusagen als normalen Mensch mit dem normalen, gesunden Menschenverstand rumläuft. Und meine Erfahrung mittlerweile ist, es gibt kaum was Krankeres als der gesunde Menschenverstand. Und das drückt sich buddhistisch aus, dass wir tatsächlich mehr aus Unwissen und Wahnvorstellungen heraus leben, denn aus Einblick in die Realität. Und was wir vor allen Dingen nicht begreifen oder nicht sehen wollen, wegdrücken, das ist die Tatsache, dass alle Erscheinungen dieser Welt, ich drücke es ganz einfach und ganz allgemein aus, alle Erscheinungen dieser Welt, bei Dingen, bei Menschen, bei Situationen und, alle Phänomene haben immer drei Grundeigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, sie gehen vorbei. Es bleibt definitiv nichts. Das zweite ist, dass nichts von all diesen Phänomenen in der Lage ist, mich tatsächlich innerlich zufriedenzustellen, mich innerlich auf Dauer zu erfüllen. Es bleibt immer ein Rest von Unerfülltsein, schon deshalb, weil die Dinge mehr entschwinden, ich kann sie nicht festhalten. Und die dritte Erscheinungsform, das dritte Merkmal aller Erscheinungen ist, dass sie substanzlos sind.
dass sie nicht eine Eigenheit, ein Eigensein haben, keine Existenz aus sich heraus haben, sondern dass sie immer nur bedingt entstehen, immer nur durch Ursachen entstehen und wenn diese Ursachen sich sozusagen erschöpft haben, deshalb auch wieder verschwinden. So, die Folgen davon sind relativ dramatisch. Die Folgen davon sind, dass wir einfach ausgedrückt uns in diese Welt hinein verstricken, immer wieder neue Erlebenssituationen erzeugen, nie aus diesem Kreislauf herauskommen, ja, nie eine Situation erleben, wo wir wirklich sagen können, jetzt ist alles erledigt, jetzt kann ich sogar einen Haken dran machen, alles ist in Butter. Und das in Dimensionen, ich will das nur andeuten, die über das normale weltliche und menschliche Verständnis hinausgehen. Dass sich das eben nicht nur bezieht auf dieses eine Leben, das rumzukriegen, trauen wir uns alle zu. Das ist machbar. Ja. Die paar Jahrzehnte, die kriegen wir alle hin. Aber das Dramatische ist, dass dieser Lebensprozess sich ja immer wieder fortsetzt, immer wieder aufs Neue sich präsentiert. Stichwort geboren werden, altern, sterben, wiedergeboren werden, wieder alt werden, wieder sterben und so fort. In einem anfanglosen Daseinskreislauf und in einem potenziell auch endlosen Daseinskreislauf, sei denn, wir beenden ihn. Und das sind ja die Lehren, auf die der Buddha hinzieht. Wir sind nach Adam Riese bei der dritten Wahrheit angelangt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Die erste Wahrheit sagte, was ist Dukkha, was ist Leid? Die zweite sagt, was ist die Bedingung, die Ursache dafür? Und die dritte Wahrheit fragt einfach, gibt es die Möglichkeit, Dukkha zu beenden? So, jetzt komme ich nochmal auf das Beispiel vom Arzt zurück, weil mir das selbst gefällt, deshalb erzähle ich es immer. Man geht zum Arzt und der stellt fest, Sie sind krank. Und dann sagt man, das ist ein pessimistischer Arzt. Da gehe ich nicht mehr hin. Ich gehe zu einem Arzt, der optimistisch ist. Der sagt, Sie sind gesund. Ja, da gehe ich hin. Und das passt auch zu unserem westlichen sozusagen, ja, Lebensgefühl. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil der Buddhismus seit Schopenhauers Zeiten ja immer so ein bisschen das Etikett hat, ach, das ist eine pessimistische Religion. Da wird so viel von Leiden geredet. Ja? Wir haben genug davon und dann kommt einer und bohrt da noch den Finger drin. Warum? Das können eh nur Asiaten, wir Europäer sind ja eher Optimisten. Wir gestalten unser Leben und machen was draus. Deshalb habe ich das gesagt, dass es nicht darum geht bei dieser Analyse, ob das nur pessimistisch ist oder optimistisch, was ich da sage oder was der Buddha lehrt, sondern dass die einzige Frage ist, ob das realistisch ist. Ja? Und der Buddha sagt, das ist realistisch, ihr könnt selbst hinschauen und könnt sehen, ob das stimmt. Aber noch aus einem anderen Grund ist die Lehre des Buddha nicht pessimistisch, weil er eben nicht nur zwei Wahrheiten gesagt hat, die vom Leiden und von den Ursachen, sondern hat er vier Wahrheiten genannt, nämlich auch die dritte, die Möglichkeit von Dukkha frei zu werden und die vierte, wie man das dann tatsächlich praktisch auch. Und dann sind wir eigentlich schon auf der Spur. Wenn man die Ursachen von einer negativen Situation kennt, dann hat man doch das Instrument schon in der Hand, diese negative Situation, diese Dukkha-Situation zu verändern. Warum? Wenn ich weiß, dass Verlangen ein Grund dafür ist, dass immer wieder Leiden erfahren wird, muss ich Verlangen aufheben oder zumindest es mindern lassen. Wenn ich weiß, dass Unwissenheit, dass Blindheit, dass Illusion ein Grund für ja, Dukkha ist, dann ergibt sich doch ja, ganz logisch, dass man Unwissenheit überwinden muss, dass man Wissen an diese Stelle setzen muss, dass man Weisheit an diese Stelle setzen muss. Und deshalb ist das Ende von Durst, das Ende von Verlangen und das Ende von ja, Unwissenheit zugleich auch das Ende von jeder negativen Erfahrung, das Ende von Dukkha schlechthin. Anders formuliert,
Es geht in der buddhistischen Anschauung und Praxis darum, dass wir das haben wollen, aufgeben irgendwann, und dass wir das sein wollen, irgendwann aufgeben. Oder noch in einer anderen Formulierung, dass Gier, Hass und Verblendung, dass die sich in unserem Leben dünne machen und irgendwann mal nicht mehr verschwinden. Und was da übrig bleibt, in Anführungsstrichen übrig bleibt, das ist die Freiheit. Das ist das, was Buddha Nirvana nennt. Das Verlöschen, Nirvana heißt Verlöschen, das Verlöschen von Gier, Hass und Verblendung. Und es ist bitte schön, dass man jetzt nicht Ängste oder Sorgen hat, dass das jetzt ein großer Verlust ist. Das ist null Verlust. Es ist nur ein Loslassen von dem, was ohnehin vergänglich ist. Ein Loslassen von dem, was man so und so nicht festhalten kann. Ein Loslassen von dem, was mir so und so nicht gehört. Ja? Und was mich letztendlich auch gar nicht erfüllt. Es ist nicht das Nichts. Manche denken, Nirvana ist das Nichts. Da bleibt ja nur noch ein schwarzes Loch übrig, wenn ich alles Verlangen und Begehren aufgebe. Da bin ich ja vernichtet. Ja? Nein, sagt der Buddha, was vernichtet wird, ist nur eins. Dukkha. Leid. Unangenehme Situation in all den Varianten, die ich genannt habe. Das bleibt übrig. Oder positiv formuliert, dass er Erwachte oft und oft auch tut. Nirvana ist das höchste Glück. Das ist Frieden. Das ist sozusagen Vollkommenheit, wenn man das überhaupt in Worten ausdrücken kann. Ja? Nirvana ist das größte Wohl, das überhaupt möglich ist. Das allerdings jenseits dessen ist, was unsere Erfahrung bisher sagt. Und auch leider jenseits ist dessen, was wir uns im Moment vorstellen können. Deshalb erscheint es vielen als so als etwas Negatives, als etwas ja, Leeres, nicht Fassbares. Und es ist der Grund, weil Nirvana jenseits unserer bisherigen Erfahrung liegt. Vierte Wahrheit. Die Wahrheit von dem Weg, der zu diesem Ziel der Freiheit führt. Oder im Gleichnis vom Arzt, wenn man krank ist, weiß, wo die Krankheit herkommt, weiß, dass es Heilungsmöglichkeiten gibt, braucht man die entsprechende Arznei, braucht die Heilmethoden und muss sie anwenden. Und das ist das, was der Buddha in seiner vierten Wahrheit lehrt, das, was da der mittlere Weg genannt wird. Mittlere Weg deshalb, weil er falsche Extreme vermeidet. Extreme, sich naiv den Sinn des Dingen hinzugeben, aber auch das Extrem, sie sich abzuschneiden, asketisch werden zu wollen. Ja, denn der mittlere Weg geht wieder sofort da, mitten durch die Extreme. Und diese Extreme heißen auch, sich nicht unterfordern. Man muss sich schon ein bisschen einen Schub geben, man muss schon auch an der Sache dran sein. Jede Krankheit wird nicht geheilt, dass einem der Arzt gesund macht. Der Arzt zeigt nur, wie es geht, aber gesund werden muss man selbst. Aber man darf sich andererseits auch nicht überfordern, zu glauben, na ja, heute Nirvana noch nicht, aber vor Weihnachten noch. Oder nach Weihnachten, weil Weihnachten ja ein bisschen Zeit hat, am Nirvana zu arbeiten. Das wäre eine Überforderung, auch hier der mittlere Weg. So gut man kann, ja, sich auf den Fersen bleiben. Aber auch nicht glauben, morgen ist alles schon erledigt und enttäuscht sein, wenn es nicht funktioniert. Und dieser mittlere Weg zeigt sich zugleich als ein achtfacher Weg. Achtfach bedeutet, dass buddhistische Praxis, dass buddhistische Spiritualität acht verschiedene Arbeitsfelder hat. Acht Trainingsbereiche. Es lohnt nicht, sich eines auszusuchen, was einem gerade gefällt und Spaß macht. Schadet nichts. Aber wichtig ist, wenn man ans Ziel kommen will, muss man 8 Tabletten so ungefähr nehmen. Nicht nur eine, die süß schmeckt, sondern unter Umständen auch eine, die nicht so gut schmeckt. So, was sind die 8? Jetzt werdet ihr vielleicht eine kleine Überraschung erleben, denn wir sind ja jetzt bei der Praxis angelangt. Ja? Die vierte Wahrheit spricht ja nicht über Theorie. Das waren die 3 anderen Wahrheiten.
Die vierte Wahrheit spricht ja über die buddhistische Praxis. So, und zu eurem Erstaunen vielleicht, womit fängt diese Praxis an? Mit Theorie. Nämlich mit der rechten Anschauung, sagt der Buddha. Rechte Anschauung heißt, einen richtigen Blick für die Wahrheit zu haben, also die Realität richtig im Kopf zu haben. Keine illusionären Vorstellungen von der Welt, sondern ein adäquates Weltbild. Und das ist auch extrem richtig und wichtig, weil das, was man tut, basiert auf dem, was unser Kopf sogar an Vorstellungen, an Ideen hat. Und wenn da im Kopf ein falsches Ziel ist, ist doch logisch, dass der Rest auch diesem falschen Ziel nachläuft. Und deshalb beginnt die Praxis im Buddhistischen mit der Theorie, nämlich mit der geistigen Auseinandersetzung mit dem richtigen Verständnis des eigenen Lebens. Dazu gehören die vier Wahrheiten, dazu gehören die drei Daseinsmerkmale, dazu gehört die bedingte Entstehung, dazu gehört die Lehre von Anatta, von Nicht-Ich, von Ich-Losigkeit, um diese Stichworte noch zu nennen. Das zweite, was jetzt folgt, Samasankappa, richtige innere Einstellung, richtige Motivation. Denn was man erst denkt und für richtig hält, das will man dann. Und das ist die Übung, dass man die innere Einstellung, seine Lebensmotivation verändert. In dreierlei Hinsicht. Dass man nicht mehr so sehr an diesem, wie gesagt, haben wollen orientiert ist, sondern mehr Motivation hat, frei zu werden von dem, wie ein bescheidenes Leben, schlichter, ja, mal loslassen können. Dass man weniger egozentriert denkt, sondern den anderen mit in den Blick nimmt. Mehr Freundlichkeit, mehr Güte sozusagen in die Welt bringt. Dass man nicht so Feindseligkeiten in sich mehr, Ärger, Hass, Zorn, sondern mehr mitempfinden. All diese Dinge, die die positiven Aspekte des Lebens ausmachen. Und es ist insofern etwas Theoretisches noch, weil diese Gesinnungen, diese geistigen Haltungen auch entstehen müssen. Die fallen nicht vom Himmel. Und die entstehen dadurch, dass man das, was man sozusagen als richtig erkannt hat, nicht nur einmal als richtig erkannt hat und dann ablegt, sondern die richtigen Gedanken immer wieder wiederholt. Sondern sich immer wieder mit ihnen nährt, bis sie ja in Fleisch und Blut übergegangen sind, und man sie zu dem gemacht hat, was man natürlich so tut, wo man nicht mehr groß überlegen muss, sondern wo spontan in diese geistigen, positiven Haltungen hineingeht. Und deshalb nochmal gesagt, buddhistische Praxis fängt mit geistiger Praxis an. Der dritte Punkt, der dritte Aspekt des Weges ist die angemessene rechte Sprache. Also das, was vom Kopf jetzt durch den Mund nach außen bringt. Die ersten beiden Aspekte waren Dinge, die in uns passiert sind. Hat keiner mitgekriegt, was wir für Vorstellungen haben, was wir für Gesinnungen haben. In der Sprache drückt sich das aus. Sprache ist nun Kommunikation mit anderen. Mein Geist kommuniziert mit eurem Geist. Ja. Und sprechen drückt meine Vorstellungen, meine Wünsche, Ideen und so weiter aus. Und es ist ein weiteres Übungsfeld, mit Sprache einfach nicht so umzugehen, wie es so will, sondern auch Sprache als Übung zu nehmen und die eigene Sprache zu verändern, zu verbessern und zu veredeln. Da gibt es die vier bekannten Vorschläge oder Regeln, wie Sprache aussehen soll, worauf man achten soll. Und die sind nicht überraschend. Nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Nicht die Wahrheit benutzen, um andere gegeneinander auszuspielen. Auch nicht die Wahrheit auszudrücken, indem man jemanden beschimpft, ärgert, verletzt, also eine herabsetzende, verletzende Sprache gebraucht. Und last but not least auch ein bisschen darauf achtet, ob das, was man sagt, auch Sinn hat. Und nicht den Alltagsgeschwätz sich sozusagen verliert. Denn wenn der Geist, wenn die Sprache im Alltagsgeschwätz bleibt, bleibt der Geist doch auch im Alltagsgeschwätz. Das kann man doch gar nicht trennen. Und wer kann Nirvana erreichen, der nur über Banalitäten redet? Ja? Also deshalb Übung auf Sprache und mit diesen vier Aspekten, wobei der Kern immer ist, auf die Wahrheit zu achten.
Wenn wir die vier edlen Wahrheiten begreifen, wenn er selbst lebt, passt nicht zusammen, um es ganz platt zu sagen. Das rechte Handeln ist der vierte Aspekt des Weges. Handeln ist das jetzt, was man mit dem physischen Körper tut. Also unsere Aktivitäten, wo unser physischer Körper auf die physische Welt einsetzt. Da ist das ethische Grundprinzip, nichts zu tun, was andere verletzt, was andere schädigt, sondern das zu tun, was anderen hilft. Und da werden immer drei Dinge genannt, die sozusagen die Prototypen sind, die Flaggschiffe, das, was man am meisten im Auge haben muss. Einmal natürlich, kein lebendes Wesen zu verletzen. Nein, falsch, zu töten. Zu verletzen auch nicht, aber zu töten ist die erste Regel. Leben und Gesundheit schonen. Dann nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben wird. Also nicht zu stehlen, nicht in die Besitzverhältnisse einzugreifen und sich Dinge anzueignen, die einem nicht gehören. Verschiedenen Varianten ist es ja möglich. Und die dritte Empfehlung für ethisches Verhalten betrifft zwischenmenschliche Beziehungen. Das eine war das Ich, das andere war sozusagen Besitz und das sind jetzt Beziehungen, nämlich auf sexuellen Missbrauch zu verzichten. Keine sexuellen Beziehungen zu haben, die bewusst andere verletzen, herabsetzen, ausbeuterisch und so weiter behandeln. Viertes Übungsfeld, Einsatz mit unserem Körper. Fünftes Übungsfeld, das wird nochmal ausgebreitet, heißt rechte Lebensgestaltung, rechte Lebensführung. Und das ist für uns, gerade für uns, die wir Laien sind, wie ein sehr vielfältiges Leben führen, ein sehr weiter Bereich, deshalb von dem Buddha nochmal ausführlich dargestellt. Da gibt es auch vier Merkposten, die ich aber jetzt nur nenne, weil es sonst zu detailliert wird. Wie gehe ich mit Besitz richtig um, wenn ich was habe? Welchen Beruf wähle ich? Ja, womit verdiene ich mein Geld? Welche Freunde, Bekannten suche ich mir? Welchen sozialen Umgang pflege ich? Sind das ja, Menschen, die mich mehr nach oben ziehen oder mehr nach unten ziehen? Ja. Das waren drei, fehlt nur eine. Ach ja, wie verwende ich meine Freizeit? Wie verbringe ich meine Freizeit? Ja. Kann jeder überlegen, welche Bandbreite es für den heutigen Abend gibt. Was kann man heute Abend in dieser Stadt Frankfurt alles machen? Das ist schon eine große Bandbreite und da kann man sich überlegen, womit man seine Zeit verbringt. So, das waren von diesem achtfachen Weg zwei Blöcke. Eins und zwei bezog sich auf den Geist, Weisheit. Drei, vier und fünf bezog sich auf ethisches Verhalten. Siehe, bleiben sechs, sieben und acht, wo wir heute Meditation sagen. Geistige Entwicklung, ja, Schulung sozusagen der inneren Fähigkeiten, der eigenen Absicht. Da steht an, zunächst in Nummer 6, rechtes Mühen heißt es, rechte Anstrengung. Wird auch nicht so gern gehört, weil man es ja lieber hätte, dass irgendjemand es für einen macht. Das ist der Pfarrer für uns schon erledigt. Oder wenn es der Pfarrer nicht kann, dass es dann wenigstens der liebe Gott erledigt. Ich sage euch, nein, der Buddha sagt euch, der liebe Gott wird es nicht erledigen. Ihr müsst etwas dafür tun. Was ist der achtfache Weg? Aber jetzt speziell geht es darum, dass man sich einen Schubs geben muss, dass man Energie aufbringen muss, ohne Fleiß kein Preis. Man muss, um diesen Weg zu gehen, ist ja ein Weg, der zu gehen ist, muss man entsprechende Schritte unternehmen, muss sich die entsprechenden Anstrengungen auch auferlegen. Und das ist wieder vierfach, was zu tun ist. Einmal das Vermeiden. Man vermeidet, dass negative Eigenschaften, die man noch nicht hat, charakterliche Eigenschaften, dass die erst gar nicht aufkommen. In unserer Zeit gar nicht so einfach. Dann ja loswerden oder überwinden. Das heißt, die negativen Eigenschaften, die man hat, gar nicht einfach so akzeptieren und so dulden, sondern zu sagen, okay, gib dir noch eine Frist und dann bist du weg. Ja, den gleichen Beispiel. Oder dritter Aspekt, dass die guten Eigenschaften, die man noch nicht hat,
Ja, dass man die Gottes Namen endlich maßig aneignet. Und last not least, es ist in der Logik, dass die guten Eigenschaften, die man hat, dass man die nicht wieder verliert. Nehmen wir die erste Lehre, Geiz und Großherzigkeit. Also wenn man nicht geizig ist, sollte man vermeiden, dass man sich Geiz aneignet. Ja? Und wenn man geizig ist, soll man gucken, dass da wenigstens 1% weniger wird. Und umgekehrt auch, wenn man großzügig ist, soll man aufpassen, dass man nicht umlernt und sagt, naja, keiner gibt was, dann behalte ich auch mein Zeug. Und wenn man diese Eigenschaften nicht hat, geht es darum, sie zu entfalten, zu gucken, ob Eigenschaften ja in mir wachsen können, wenn ich sie entsprechend fördere. So, das ist der Anstrengungsteil. Aber es gibt auch einen ruhigen Teil. Der kommt jetzt, und das ist Achtsamkeit. Rechte Achtsamkeit, der siebte Aspekt des Pfades. Samasati. Was heißt Achtsamkeit? Einmal heißt Sati Erinnerung. Das ist so die Urbedeutung davon. Erinnerung, dass man sich das, was man an Wahrheit weiß, dass man auch kann denken, dass es irgendwann präsent ist. Dass man es dann, wenn man es braucht, auch auf seine Palette hat und nicht immer 14 Tage später erst weiß und einem einfällt, was man im Moment bräuchte. Also erinnern an das, was man als Wahrheit erkannt hat. Der andere Aspekt ist Wachheit in einer aktuellen Situation. Dass man geistig klar ist, dass man präsent ist, dass man mitkriegt, was passiert im Moment. Dass man nicht zu blind durch die Gegend läuft, sondern innere geistliche Präsenz zeigt. Wach für die Situation ist. Und im speziellen Sinn, im engeren Sinne, gibt es Sati noch als die Fähigkeit der Beobachtung in der Meditation. Und da ist es das Instrument, das wir einsetzen, um in der Meditation alle körperlichen, geistigen, psychischen Prozesse, die in jedem Moment ablaufen, systematisch, klar, deutlich zu beobachten. Das sind alles eigene Kapitel, aber ich kann jetzt im Rahmen dieses Vortrages nur einen Überblick geben. So, dann haben wir es auch fast schon geschafft, weil die achte Aufgabe, der achte Aspekt des Wegs, Samadhi ist Sammlung. Das ist das, was sozusagen Herzensfrieden bedeutet. Das ist die Möglichkeit, von der äußeren weltlichen Vielfalt wegzukommen zum Erfahren der Einheit. Dass man wegkommen kann von der Bewegtheit unseres Lebens, von der Hektik des Lebens zur Stille. Ja, dass man wegkommen kann von der Begegnung mit äußerer Welt zur Begegnung erstmal mit seiner eigenen inneren Welt, aber dann auch die Möglichkeit hat, diese Dualität von Ich und Welt zu überwinden. Oder auf die Emotionen bezogen, dass das die Möglichkeit ist, das zu finden, was man normalerweise in der äußeren Welt sucht. Frieden. Dass wir sagen können, so kann es sein. Anders gesagt, dass wir die Idee dafür bekommen und die Möglichkeit sehen und erproben, das Glück, das man in der äußeren Welt sucht, da zu finden, wo man es nie vermutet, in dem eigenen Geist, in der eigenen Psyche, die harmonisch, still und gesammelt ist. Das ist der Weg. Was passiert nach dem Weg? Da passieren zwei Dinge. Man erkennt die Wahrheit selbst. Das, was wir jetzt machen, wir reden über die Wahrheit, die der Buddha verkündet hat, aber wir sehen diese Wahrheit in der ganzen Tiefe noch nicht selbst. Und das ist am Ende des Weges der eine Aspekt, Panya, Weisheit. Man sieht die Dinge mit eigenen Augen. Man kann aus eigener Anschauung sagen, ja, so ist es. Und der zweite Aspekt am Ende des Weges ist das, was der Buddha Befreiung nennt. Vimutti, die Freiheit von dem, worüber ich viel gesprochen habe, die Freiheit von Dukkha, die Freiheit von Leiden in allen Varianten, die es gibt. Der Frieden, ja, und dann das
übersteigen all dessen, was wir an negativen Erfahrungen im Leben gemacht haben. Nochmal zusammengefasst, dieser achtfache Weg hat drei Schwerpunkte. Erstens Wissen und Weisheit, die unseren Geist verändert. Ethik, was unsere Begegnung mit anderen Menschen verändert. Und Meditation, was unser eigenes Inneres, sozusagen unsere eigene seelische, geistige Befindlichkeit verändert. Vertiefte Wirklichkeitsschau und innerer Feld. Und wie das so bei Medizinen ist, der Arzt schreibt bekanntlich das Rezept und dann hängt man es irgendwo zu Hause an die Wand und dann hängt es, man weiß, da ist es, ich habe ein tolles Rezept, ja, ich kann es dir zeigen, aber ja, das habe ich gelernt vor 20 Jahren, man muss in die Apotheke gehen, muss das Rezept einlösen und muss die Arznei nehmen, ja. Man wird nicht gezwungen, diese Arznei zu nehmen. Der Arzt macht es ja nicht, sondern sagt nur, das ist die Möglichkeit, heil zu werden. So, letzter Satz, damit wir noch eine Verbindung haben zu dem, was wir in den vorangegangenen Abenden besprochen haben, denn manches hat sich ja heute hier wiederholt. Aber jetzt unter einem ganz anderen Vorzeichen. Die Wahrheiten, die der Buddha sozusagen als hinführende, einführende Lehren vermittelt, das sind alles Wahrheiten, die uns in diesem Leben helfen, zurechtzukommen, sozusagen in dieser Existenz eine bessere Position finden lassen, die uns helfen sollen, Dukkha, Leiden zu mindern. Und diese Anweisungen finden sich ja auch in anderen Religionen und Weltanschauungen. Aber die vier edlen Wahrheiten, wo sie diese praktischen Seiten oft wiederholen, gehen jetzt von einer ganz anderen Seite aus, nämlich von dem Wissen, worauf das Ganze hinzieht. Und damit haben sie auch eine ganz andere Qualität. Es geht also da nicht mehr darum, sich innerhalb der Welt irgendwie zurechtzufinden und zu bewähren, sondern die Welterfahrung letztendlich zu transzendieren. Und das ist Nirvana und das ist mein letztes Wort. So, Dankeschön erstmal. Das war heute ein bisschen länger. Aber da es um vier Wahrheiten ging und einen achtfachen Pfad, muss ich mal nachsehen, ja, es hätte auch noch länger sein können. Also, seid zufrieden. So, vielen Dank. Aber ihr kennt das, jetzt geht es erst richtig los. Wer hat was auf dem Herzen? Fragen, Einwände, bessere Vorschläge, vor allem? Matthias. Sozusagen zwei Aspekte, die sich den acht Aspekten des eigentlichen achtfältigen Weges anschließen. Also, weiß nicht, wie ich es übersetzen kann, rechtes Wissen und rechte Erlösung. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das sozusagen Fruchtzustände, die einem dann sozusagen zufallen wie eine reife Frucht in den Schoß. Also, muss man dann keine Anstrengung mehr aufwenden, um die zu erreichen. Das Bild war ja vom Weg. Ja. Wenn man den Weg geht, ist man irgendwann am Ziel. Also am Ziel braucht man nicht noch zusätzliche Anstrengungen, um am Ziel zu sein. Und wenn der Weg zu Ende gegangen ist, ist man am Ziel. Und so ist es auch mit diesen beiden Früchten, die du genannt hast. Wird ja auch Früchte genannt, Früchte des Weges. Ich fange mit der ersten nochmal an, die ja Weisheit, Wissen genannt wird. Ja. Wissen haben wir ja schon am Anfang des achtfachen Weges. Da heißt es ja rechte Anschauung. Das ist ja schon eine Form von Wissen. Aber das ist ein Wissen aus zweiter Hand. Ja, wir hören von dem Buddha, das soll so und so sein. Und dasselbe kehrt am Ende des achtfachen Pfades wieder. Da erfahren wir all das wieder, oder vieles davon. Aber jetzt aus eigener Anschauung. Wir sehen unmittelbar selbst. Also wenn ich euch jetzt beschreibe, wie es auf der Spitze des Kilimandscharo aussieht, angenommen ich wüsste das und würde das korrekt euch mitteilen, dann wüsstet ihr, wie das auf der Spitze des Kilimandscharo aussieht. Aber es wäre ein sekundäres Wissen. Ihr habt es sozusagen von mir, ich habe es von weiß ich wer. Aber wenn ihr selbst dann dort seid, den Weg gegangen seid, wisst ihr, jawohl, aha, guck mal,
Und da wird man wahrscheinlich feststellen, es sieht doch ein bisschen anders aus, als ich mir es vorher gedacht habe. Ja? Aber so ist der Weg. Und deshalb unterscheidet der Buddha drei Formen von Weisheit. Einmal die gehörte Weisheit, Sutta, Maya, Panya, die Weisheit, die man durch Hören, Lesen, ja, Sprechen aufschnappt. Dann die Chinta, Maya, Panya, Weisheit, die durch eigenes Überlegen, Forschen, ja, durch die eigenen geistigen Potenziale zustande kommt, die man zur Verfügung hat. Und am Ende ist Bhavana, Maya, Panya, die Weisheit, die durch Bhavana entsteht, durch die Entfaltung der psychischen Kräfte, die jeder Mensch zur Verfügung hat. Und die Entfaltung passiert durch den achtfachen Pfad. Und am Ende dann sieht man sozusagen, ja, mit eigenen Augen. Und dieses Sehen ist zugleich auch Befreiung. Denn wenn ich die drei Daseinsmerkmale sehe, ich habe ja die Daseinsmerkmale genannt, Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit, Leidhaftigkeit und die Substanzlosigkeit. Das sind jetzt Worte, gehörte Wahrheit. Die müssen wir nicht mehr akzeptieren. Und wenn wir sie akzeptieren, ist erstmal gehörte Wahrheit. Aber wenn man diese drei Daseinsmerkmale sozusagen in jeder Sekunde und überall sieht, konkret, wo man hinguckt, ja, nichts anderes wahrnimmt, dann ist das zugleich Befreiung. Denn ich kann nach nichts greifen, wovon ich weiß und unmittelbar sehe, es taucht nichts. Ich kann nur nach etwas greifen, wenn ich das Gefühl habe, das ist was wert. Ja? Also nach einer Glasperle greife ich am besten, wenn ich denke, es ist ein Diamant. Wenn ich dann aber gucke, es ist Glas, dann hat es keinen Sinn, hat es keine Bedeutung für mich. Deshalb hängen Einsicht, Weisheit und Loslassen können ganz eng zusammen. Wenn ich sehe, dass etwas nicht befriedigend ist, dass etwas mich nicht erfüllen kann, verliere ich das Interesse. Vielleicht noch dazu, also diese, wie soll ich sagen, diese Aspekte 9 und 10, ja, die du gerade genannt hast. Also mein Verständnis sind das so ein bisschen die ersten beiden Glieder des Weges in Vollendung, oder? Kann man das so sagen? Kann man sagen, ja. Ja. Denn dann weiß ich es ja aus eigenem Erleben, aus eigener Anschauung, dann parallel in Sprache ausgelernt sozusagen. Ausgelernt, ja. Bleibt dann nichts mehr zu wissen übrig. Und das zweite ist dann, habe ich mich vom Leiden vollständig abgelöst. Also brauche ich nicht mehr mich zu bemühen, durch mich in die rechte Geisteshaltung, Geistesverfassung zu bringen, sondern dann lebe ich das einfach so. Dann ist es so. Ja, man hat keine, man ist nicht mehr getrieben, irgendwas zu machen. Man kann trotzdem noch aktiv sein. Wir sehen am Leben des Erwachten ja selbst, dass der noch lange, lange Jahre aktiv war. Geistig präsent, aber nicht mehr aus einem inneren Trieb, nicht mehr aus diesem Durst- und Verlangenshaltung heraus, sondern aus der tiefen Einsicht in die Notwendigkeiten der Realität. Ich habe eine Frage von Willenskraft und von Durst. Du hast vorhin was von Durst erzählt. Ja. Du musst also die Willenskraft aufwenden, um den Durst zu mindern. Ist das richtig so? Oder brauche ich die Willenskraft nicht dazu? Wodurch entsteht Willenskraft? Wodurch entsteht Wille? Durch Gier vielleicht, oder? Ja. Wäre eine Möglichkeit. Also nehmen wir das Beispiel Durst, ja, im sinnlichen Sinn, ja. Man hat durch Flüssigkeit. Jetzt nehmen wir mal das so ganz banal. Flüssigkeitsdurst, ja. So, das ist eine Wahrnehmung eines Mangels. Und dadurch entsteht Wille, den Mangel aufzuheben. Das ist eine innere Gesetzmäßigkeit. So, wodurch entsteht Willenskraft? Ja, durch die Differenz zwischen dem Mangel und dem erhofften, sozusagen, Wasser in dem Fall. Wenn ich gerade mal so ein bisschen was trinken möchte, ja, dann ist Mangel und das Objekt Wasser, beides im Geist präsent. Aber ich will, ja, gib mal halt einen Schluck, dann kann keine große Kraft entstehen. Weil das Verlockende so wenig ist, ja, der Mangel so wenig ist, dass da wenig Wille auch entsteht. Aber wenn ich 3 Tage nichts getrunken habe und hier 3 Tage geredet habe und da vorne geht die Tür auf und sehe da ein Glas Wasser an der Theke stehen, da entsteht unglaubliche Willenskraft. Ja?
Weil Differenz zwischen meinem, ja, meiner Mangelsituation und dem gesehenen Objekt, das diese Mangelsituation aufhebt, gigantisch ist. Ich renne hier raus und renne das Mikrofon um und gucke auf nichts. Ja, das heißt auf Deutsch, Willenskraft ist keine Größe an sich. Es gibt nicht Menschen, die an sich einen starken Willen haben oder einen schwachen Willen. Sondern es gibt Menschen, die einen klaren Blick für die Notwendigkeit haben. Und es gibt Menschen, die kaum einen Blick für Notwendigkeit haben, denen ist sozusagen alles wurscht. Ja. Würden wir erkennen, wie richtig das ist, was ich über Dukkha gesagt habe, würden wir das erkennen, wir hätten eine unglaubliche Willenskraft, Dukkha zu überwinden. Aber in Wirklichkeit sagen wir, ja, Dukkha, oh, das gibt's schon, hast schon recht. Ja, ja, aber dann gehen wir raus und Dukkha ist vergessen. Da entsteht auch keine Willenskraft, auf diesen spirituellen Weg zu gehen. Und deshalb sage ich nochmal, beginnt die buddhistische Praxis mit der Theorie, mit der richtigen Einsicht, mit der richtigen Blickweise auf die Realität. Wenn wir wissen, Wasser ist überlebensnotwendig und ich brauche in den nächsten 2 Minuten Wasser, sonst bin ich tot, ist eine gigantische Kraft auf einmal da, da rauszuschießen und sich Wasser zu nehmen. Wenn man nur weiß, ja, der Mensch besteht aus 70% Wasser, ja, und man muss auch trinken, wenn das so auf dieser Ebene ist, dann sitzt man noch 2 Stunden da, ja, weil diese Kraft nicht da ist. Und das ist jetzt bezogen auf damals Situation, habe ich ja angedeutet. Je tiefer die Einsicht ist in die Dukkha-Situation, umso mehr muss in selben Maße auch die Kraft und der Wille und die Einsicht da sein, etwas zu tun in diese Richtung. Das sind Funktionen, die miteinander zusammenhängen. Beantwortet? Ja. Mein Problem ist, Dukkha als Dukkha zu erkennen. Wenn ich das Leiden empfinde, dann ist es schon lange schon passiert. Ich möchte das vorbeugen. Brauche ich Weisheit. Andererseits diese achtfache Farbe, wenn ich das im Alltag übe, dann ist ja für mich eine Sicherheit, diese Weisheit zu gewinnen und daran zu orientieren. Und wenn ich schon diese 4 Leiden empfinde, dann ist ja, weiß ich, wie ich dann umgehen kann. Aber manchmal gibt es so gute Absicht, dass es später Leiden verursacht. Wie kann ich vorher, woran kann ich das messen? Obwohl es nicht bedingt von dir Hass ist, gute Absicht, andere zu helfen. Und erlebe ich zu späteren Zeitpunkt das Ergebnis Leidursache. Das ist meine Frage. Und dann vierte, die achtfache Farbe. Man sagt, rechte Gesinnung, rechte Bemühung. Diese Rechte, diese Wort erklären, was für ein, wie soll ich diese Recht verstehen? Jetzt mal versuchen. Zunächst mal gibt der Buddha immer eine Empfehlung, dass man nicht einfach spontan handelt, ja? Sondern dass man aneignet oder übt, bei all dem, was man tut, sich Rechenschaft abzulegen. Es gibt ein ganz berühmtes Gespräch mit seinem Sohn Rahula, wo er ihm sagt, wenn du etwas tust, dann überlege, ob das, was du tust, dir schadet, anderen schadet, beiden schadet. Wenn es der Fall ist, lass es. Wenn du vorhast, was zu tun, übermorgen, nächste Woche, dann überlege das selber. Schadet es dir, schadet es anderen, schadet es beiden. Lass es. Und wenn du was getan hast, dann guck im Nachhinein nochmal drauf. Hat es dir geschadet, anderen, beiden. Dann kann man es zwar nicht mehr lassen, aber man hat sozusagen einen Lerneffekt, man ist achtsamer geworden in einer Situation. Also das ist die erste Antwort. Handle nicht einfach so drauf los, sondern entwickle Achtsamkeit und überlege dir, was machst du, ist das in Ordnung? Und immer nicht egozentriert allein, sondern auch das Gegenüber mit, was du angesprochen hast.
So, zweiter Punkt, was ist der Maßstab? Ja? Da gibt es einen einfachen Maßstab, der auch in anderen Religionen bekannt ist. Versetz dich in den anderen hinein, denn der funktioniert genau wie du. Und wenn du etwas tust, was ihn betrifft, dann überlege, wie wird es passieren, wenn ich das erleben müsste. Wird mir das gut tun? Bei einigen Dingen ist es völlig banal. Also wenn du mal ein Portemonnaie klaust, dann tut mir das ein bisschen weh, weil meine Fahrkarte da drin ist. Tut mir ein bisschen weh, kommst du nicht mehr heim. Ja? Bevor du es machst, überlegst du halt, wie wäre es umgekehrt. Ja? Und da weiß man sofort, na, dann lasse ich es, weil ich auch nicht möchte, dass mir so etwas passiert. Ja? Das ist der zweite Maßstab, dass man sozusagen versucht, sich in die Situation hineinzuversetzen und nicht zu tun, was man nicht möchte, dass ein anderer auch tut. Christliches Gebot auch. Und da bleibt nur noch dann das Letzte. Du hast von Gier und Hass gesprochen. Ja? Es bleibt auch noch der Aspekt Verblenden. Dass man einfach Dinge tut aus gutem Glauben und Wissen, aber eben nicht die Situation richtig gesehen hat. Aus guter, wir nennen es gute Absicht. Ja? Und es war letztlich subjektiv gute Absicht, aber nicht objektiv, weil ich nicht die Situation des anderen gesehen habe und nicht gesehen habe, was ich jetzt tue in dieser Situation für den anderen. Und das werden wir ja zu Weihnachten jetzt tausendfach erleben. Ja. Also wenn wir die Geschenke aufpacken, dann wird es tausendfach wieder praktiziert, wobei das da noch harmlos ist. Ja. Also die berühmte 20. Krawatte. Ja. Das müssen wir erst fragen, hast du denn schon 19? Dann schenke ich dir nicht die 20. Ja. Das ist ein banales Beispiel, aber daran kann man das ablesen, dass wir nicht wirklich achtsam sind auf die Situation des anderen. Auch die Krawatte würde mir gefallen, also schenke ich sie ihm. Oder Hausschuhe oder Parfum oder was auch immer, für austauschbar. Ja. Oder Kinder schenken immer der Mutter gerne die Lieblingsschokolade. So ungefähr. Ja. Ja. Das ist banal, aber Leben ist ja banal. Und daran sehen wir, worauf das hinzieht. Achtsamer zu sein, was denn meine Folgen sind. Und das kann ich nur im Beobachten, wie der andere sozusagen gestrickt ist. Und da macht man viel falsch. Ja? Und aus diesem Falschmachen lernen und zu merken, ja, das ist das nächste Mal eine Aufgabe für mich, das mache ich nicht mehr so. Das wäre sozusagen der Weg. Aber man kann nicht auflisten jetzt, sozusagen, von A bis Z, dass da alle denkbaren Situationen drin sind. Es bleibt ein bisschen vage, weil die Lebenssituation sehr unterschiedlich ist. Und das ist eine Aufgabe für unsere Beobachtung, ist auch unsere Sensibilität muss dabei wachsen. Da war auch noch die Frage nach dem Wort Recht. Ach, Entschuldigung, habe ich vergessen, ja. Danke, das ist Achtsamkeit, habt ihr das mitgekriegt? Achtsamkeit heißt erstmal sich erinnern, was da gesagt und getan wurde, so heißt es in den Texten. Und ich habe nicht erinnert, was da gesagt wurde, ja. Danke für die Hilfe. Ich habe über den achtfachen Weg gesprochen und diesen achtfachen Weg gibt es auch in unserem Alltag. Jeder, der nicht Buddhist ist, der irgendeine Weltanschauung hat, folgt einem achtfachen Weg. Denn die acht Aspekte kommen auch in jedem normalen Leben vor. Man will wissen, was man will, ja, welches Ziel man anstrebt. Man entscheidet sich, ob es gut ist oder schlecht ist. Man redet drüber, was man will. Agiert körperlich, strengt sich ja an, ein Haus zu bauen ist anstrengend, ja. Und dann guckt man, ist auch alles richtig, habe ich auch alles bestellt, ist auch nach Plan gearbeitet. Und Samadhi ist, wenn man dann mit einer Flasche Bier im Sessel sitzt. Dann läuft, ja. Ganz einfach ausgedrückt, das ist Leben nach dem Achtfachen. Jeder geht einen achtfachen Weg. Nur der Buddha sagt, man soll einem rechten achtfachen Weg gehen. Ja. Das heißt, Samadhi, Samasankappa, Samavachi, Samasamasam, immer Recht. Ja, und Recht heißt bezogen auf die vier Wahrheiten, bezogen auf das Endziel der Befreiung. Um auf Bier nochmal zurückzukommen, also wenn man samstags abends 4 Bier, 5 individuell verschieden, getrunken hat, dann hat man Herzensfrieden, man sitzt und dann hat gelacht. Dann hat man so ein richtiges
da hat man Frieden. Ja? Aber das ist kein wahrer Frieden. Ja? Weil am nächsten Tag ist der Frieden wieder weg. Und dann beginnt vielleicht sogar, wenn man mehr als 5 getrunken hat, hat man sehr großen Unfrieden in der Familie und im Kopf und im Magen und und. Ja? Das heißt, diese Praxis misst sich immer daran, ob sie Gihas und Verblendung mindert. Oder ob sie zu mehr Gihas und Verblendung führt. Ja? Ob sie in Richtung auf Befreiung geht, oder ob sie in Richtung auf Vermehrung von weltlicher Verstreckung führt. Deshalb Sama. Also Sama wörtlich übersetzt heißt Recht von Pali? Ja, ja, sag Sama ist besser. Da kann auch heilsam sagen. Heilsam, vollkommen, angebracht, trefflich, sagen manche, es sind alles nur Worte, ja, von einer heilsamen Qualität, das ist gut. Ja, aber das ist einfach Merkposten, richtig sagen, ja, richtig. Richtig im Gegensatz zu falsch. Und das sind alles Erinnerungen, dass wir wissen, was gemeint ist. Die Worte sind nicht beliebig, aber nicht das Entscheidende. Das ist das Gegenteil davon, Sama. Musa, oder? Musa war da zum Beispiel gesagt, ja, beim Sprechen jetzt, ja. Ich habe nochmal eine begriffliche Frage. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen einem ganz jungen Tulku zugehört, ne? Also einem sehr relativ hohen Lehrer, und der hat gesagt, also ihr müsst auf jeden Fall lügen, ja. Also das ist gar nicht gut, wenn man immer die Wahrheit sagt. Und hat uns dann Beispiele gebracht, also wo man eben mit der Wahrheit jemanden sehr verletzen kann, ja, und wo es eben wichtig ist, den richtigen Weg zu suchen, wie man jemandem etwas vermittelt, ja, und das eben liebevoll zu tun und mit einzukalkulieren, wie der andere darauf reagiert. Ja. Und jetzt würde mich die Definition des Wortes Lügen, gibt es da im Pali-Kanon, also wird das so direkt übersetzt, oder gibt es da eine Definition dafür? Also die wörtliche Übersetzung des Wortes Musa Vada, Vada ist Sprechen. Mhm. Welches Sprechen? Musa Vada, das heißt eigentlich betrügerisch, mhm, ja, zur besten Absicht. Okay. Etwas bewusst falsch sagen, um den anderen ins Licht zu führen, damit man selbst einen Vorteil hat. Ja? Also wenn ich was Falsches sage, im besten Glauben, das sei so, mhm, ja, meine das so, das ist so, und bin doch ein Irrtum. Mhm. Es ist keine Lüge. Lüge ist, wenn ich dir jetzt bewusst etwas Falsches sage, mhm, weil ich irgendwas an Vorteil haben will. Mhm. Ja. Niemand mehr? Das Gefühl, das war nicht so ganz beantwortet. Also mich würde auch interessieren, wann es okay wäre, jemandem zu sagen, die Blume irgendwie ein Wahrheit mitzuteilen. Also, die buddhistische Grundregel ist, vielleicht Differenz zu ihr, nie zu lügen. Nie. Wobei da immer auch gesagt wird, wir sind hier auf einem Übungsgelände. Es kann durchaus sein, dass in einer Situation, ich gar nicht anders kann. Ja? Also der berühmte Fall, da ist jemand todkrank, sage ich ihm jetzt, du bist todkrank, oder sage ich mir, es wird schon wieder. Obwohl ich weiß, es wird nicht mehr wieder. Ja? Das wäre so ein Fall, wo man das moralisch vielleicht entschuldigen kann, dass man so handelt. Und trotzdem, wenn man es wissentlich macht, schraubt man an der Wahrheit vorbei. Es könnte auch sein, dass man mit der Wahrheit, wenn man es denn richtig vermitteln kann, dem anderen auch helfen kann. Also es hängt immer auch davon ab, wie bin ich denn in der Lage, in der konkreten Situation umzugehen. Das Ideal ist immer, die Wahrheit zu sagen. Aber es heißt auch nicht, dass man die Wahrheit immer sagen muss. Das ist ein Unterschied. Ja? Also nicht zu lügen ist die eine Sache, aber das bedeutet nicht immer auch die Wahrheit zu sagen. Du, hör mal, ich habe mit deinem Arzt gesprochen. Das ist nicht der Sinn. Ja? Die Wahrheit muss man nicht aussprechen. Aber er sagt immer, achtet bei der Sprache drauf, ob das heilsam ist. Ja? Wahrheit kann sehr unheilsam sein. Ja? Gerade, das ist ja eine Form von sprachlicher Übung, die man auf sich nehmen soll, eben Wahrheit nicht zu benutzen, um Leute ja auseinanderzubringen. Weißt du, was der über dich erzählt hat? Hör mal genau zu. Stell dir vor, dein bester Freund, was der mir über dich erzählt hat.
kann alles wahr sein, aber ich benutze das, um die zwei auseinanderzubringen. Dann ist es Wahrheit, aber trotzdem keine richtige Rede, trotzdem falsche Rede. Ja? Und auch wenn man die Wahrheit sagt und der andere kann sie verstehen, kommt es noch darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wann der andere auch fit ist dafür. Ja? Also wenn man gerade einen Streit hat, lässt man manches ungesagt und wartet mit einer Wahrheit, bis sich die Wurm geglättet hat, bis das Gegenüber sozusagen auch aufnahmefähig ist. Also das sind so ein paar Punkte und ihr merkt daran, dass das, was ich zu den 8 Gliedern des Pfades gesagt habe, dass das natürlich auch ein eigenes Feld ist, über das man reden muss. Das ist ja nicht mit den paar Worten abgetan, die ich genannt habe. Ich habe im Grunde mehr Kapitelüberschriften genannt, als das im Einzelnen da aufzuzeigen. Also wenn ich das richtig verstehe, Wahrheit soll nicht verletzen. Drückt das dann auch zu? Ja, ja. Man kann da auch, wenn einer nicht ganz so intelligent ist, ja, kann man ja auch sagen, du bist der größte Dummkopf aller Zeiten. Das mag ja sein, dass das der größte Dummkopf aller Zeiten ist, dass das eine Wahrheit ist. Aber trotzdem wird es dem Gegenüber verletzen, es tut ihm weh. Weil in dem Moment bin ich der Intelligente und du bist der Dummkopf. Das ist Wahrheit, aber verletzend. Und deshalb soll man das auch nicht sagen. Ja? Das ist ein hochkomplexes Thema in Sprache. Ich meine, da liegt die Türke schon im Detail, ja? Ich meine, nochmal? Da liegt die Türke schon im Detail. Ich meine, es gibt Verletzungen. Also wenn ich an meine Kindererziehung denke, da fällt dann schon mal irgendwie ein hartes Wort, ne? Steht auch, also rechte Rede oder so, also niemanden anschreien oder sowas. Aber es gibt Situationen, wo ich merke, also wenn ich hier jetzt nicht ganz deutlich mache, dass die auf dem falschen Dampfer sind, dann geschieht ein Unglück oder so, ja? Oder auch sonst in anderen zwischenmenschlichen Bereichen gibt es ja solche Situationen, wo man einfach in eine Situation kommt, den anderen quasi verletzen zu müssen, um einen heilsameren Weg gehen zu können, ja, zum Beispiel. Das ist aber nicht verletzen. Ja. Das ist ja nicht verletzen, weil diese Frage der Motivation dahinter steht. Also der Buddha hat sich auch mit Leuten unterhalten und dann hat er gesagt, du Narr! Ja, du Narr, hat er gesagt. Nicht um den weh zu tun, sondern sagen, Mensch, du bist sowas von falsch, du bist völlig auf der falschen Spur. Also das kann er doch aufrütteln. Ja? Also wenn ein Kind über die Straße laufen will, da steht man nicht langsam auf dem Hallo, sondern lässt man einen Brüller los. Ja? Bleib stehen, verdammt nochmal. Und das ist doch nicht um zu verletzen, sondern das ist doch gerade um Verletzungen zu vermeiden. Ja? Also deshalb bei all diesen Akten immer darauf achten, was ist die Absicht? Was will ich damit? Will ich jemandem schaden, wehtun? Habt ihr recht? Ja. Ich habe nur das eine Beispiel, was eben vielleicht auch irgendwo steht, ist, wo eine Lüge sozusagen erlaubt ist, wenn das Haus brennt, Kinder sind drin und die verstehen das Wort vorher nicht. Und wenn man dann ruft, hier gibt's Schokolade, und dann kommen die alle schon raus und dann gerettet. Das wird also, ich weiß nicht, ob es irgendwo steht, als ein Beispiel gebracht, wo auch unrichtige, also die unrichtige Rede, also nicht wahre Rede, ethisch vertretbar ist. Das ist also ein, das kann man nicht sagen. Wird keiner was dagegen haben und trotzdem ist es nicht perfekt, ja? Also ein Buddha wird nicht sagen, hier ist Schokolade. Ich sage jetzt mal ein bisschen einfach so überspitzt. Er würde sagen, kommt mal raus, ich habe euch ganz was Tolles zu sagen. Schokolade ist gelogen, ja. Gut, Kinder sind gerettet, keiner wird was dagegen sagen. Aber man muss sich auch üben, sozusagen immer das Bessere zu können. Und wenn dir einfällt, du kannst die Kinder auch anders rauslocken. Stell dir mal vor, du würdest sagen, komm raus, ich will dich mal drücken, ja. Stell dir mal vor, du wärst so ein guter Vater, der Sohn, dein Sohn würde einfach kommen, weil er von dir gedrückt werden will, ja. Ja, wenn Schokolade in dem Moment nützlicher erscheint, dann nützt mir die Schokolade, ja. Aber wenn man ein genialer Vater ist, sagt, du komm raus, ich muss dich sehen, ich will dich sehen, ich will dich drücken oder so. Ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Dass es eine Übungssache ist, dass man auch sich aus Situationen herausarbeiten kann, wo solche Notlügen, nennen wir das ja akzeptabel sind. Und das dann einfach nicht mehr auftritt, weil man in der Situation so souverän ist, dass man immer die Wahrheit sagen kann, weil man es einfach kann. Ich denke, viel lässt sich richtig klären, wenn man einfach wartet, bis einen jemand fragt. Ne?
wenn mich jemand fragt, du, ich war beim Arzt, der hat mir das und das gesagt, ne? Was meinst du denn dazu oder sowas, ne? Dann habe ich Zeit genug, mir zu überlegen, wie fragt er mich denn jetzt, was könnte der verkraften, so irgendwie, ne? Ich da drauf eingehen, als ich finde, vieles lässt sich, glaube ich, vermeiden, wenn man einfach nichts sagt, wenn man nicht gefragt wird. Ach, das, ja. Und in den seltensten, in den meisten Fällen, wo jetzt so Lüge in Frage kam oder so, da hat gar niemand nach der Meinung gefragt, einfach. Und wenn man nicht gefragt wird, dann sagt man einfach nichts dazu. Und da erledigt sich, glaube ich, ganz viel. Also mein Plädoyer war einfach nur sensibler zu werden für die Situation. Ja, mal zu gucken, wie reagiere ich, sind diese Reaktionen normal, sind sie gut, richtig und wo kann ich ja Verbesserungen einfach herbeiführen. Und das ist ja auch eine Übungssache. Ja, man wird geschickter im Umgang mit diesen Dingen. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, dann gibt es noch eine alte Anekdote aus dem Zen. Da kommt ein großer Samurai, kommt zu einem Zen-Meister, ein großer Feldherr. Und dieser Abt, und dieser Abt, dem sträubt sich schon also gleich das Nackenfell, obwohl das ja bei Abt nicht vorkommen soll. Und er denkt, oh Gott, was will der denn jetzt von mir? Ne? Und dann will der Feldherr Beratung von ihm. Ne? Und der Abt, der merkt schon, dass der will nicht, also wissen wir jetzt, nur der Zen-Mönch wird oder so, der will, wissen wir jetzt, seine Schlachten organisiert, besser mit Zen oder sowas. Ne? Und dazu will der Abt sich überhaupt nicht benutzen lassen. Ne? Nun ist das aber ein sehr gefährlicher Mensch und er möchte auch nicht gerne von dem attackiert werden oder so. Ne? Und dann sagt der, dieser Samurai sagt, also großer Abt, also ich komme jetzt, um Rat von dir zu holen und so weiter. Und der Abt überlegt und sagt, gut, dann machen wir eine Teezeremonie. Und dann lässt er sich eine Teeschale bringen und der Tee wird zubereitet und so weiter. Und dann stellt er die Schale hin und gießt und gießt und gießt. Und der Samurai sagt, Meister, siehst du nicht, der ganze Tee läuft über den Glas, ist längst voll. Und der sagt der Abt, ja, in ein volles Glas kann man keinen Tee mehr gießen. Ja. Geist. Der Samurai war auch voll, ja. Genau. Und da hat er ihm auf diese Weise beigebracht, ne? Also, guter Mensch, du bist so voll. Das hat überhaupt keinen Zweck, wenn er ihm das gesagt hätte, ne? Du kommst hier an, bist so voll mit allem möglichen Müll, ne? Das hat überhaupt keinen Zweck, dass ich dir irgendwas sage. Dann wäre der total wütend abgebraust. Vielleicht weiß, was passiert wäre und so. Kommt er einfach, ne? Ja, man wird geschickt, also so, man wird geschickt, ja. Nee, funktioniert, ja. Okay, noch was Lebensnotwendiges? Dann haben wir es für heute. Ja, laden wir. Noch ganz kurz. Ich fand es schon sehr wichtig, was du gesagt hast, bei diesem achtfachen Weg, also dass man am Ende quasi mit den eigenen Augen das sehen kann, was am Anfang nur quasi theoretisch vermittelt worden ist. Ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist. Also in unserem christlichen ist immer dieses Glauben. Das ist immer dieses Theoretische, was dann vermittelt wird. Aber man kann es oft nicht mit eigenen Augen erleben und erkennen. Und ich glaube, das hat Leute auch immer mehr in den Buddhismus, weil hier kriegt man etwas als Werkzeug an die Hand gegeben, wo man es dann für sich selber entwickeln kann. Ja, warum ist denn das so? Wie ist denn der Buddha ein Buddha geworden? Natürlich hat er viele von diesen Praktiken, diesen Übungen, vielen, vielen Leben auf sich genommen. Aber diese Nacht, die ihn vom Siddhartha Gautama zum Buddha machte, war ein Prozess des Erwachens im Sinne von selbst sehen, wie die Dinge sind. Ja? Also zu Zeiten des Buddha war die Karma-Lehre bekannt. Also Handeln, Ursache und Wirkung war damals bekannt. Aber in seiner sozusagen Erwachungsphase hat er gesehen mit seinem geistigen Auge, wie diese Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Er sagt, ich habe Menschen gesehen, ich habe die Wesen gesehen, wie sie nach ihren Taten sterben und wiedergeboren werden. Ja, danach war das Karma-Gesetz viel tiefer begründet. Wenn man sieht, wie die Zusammenhänge sind, kann keiner mehr was anderes erzählen. Ja? Deshalb ist das der Weg, der beginnt mit Vertrauen,
wenn man kein Vertrauen hat zu einer solchen Lehre, nicht mal den Geist aufmacht, mal hinhört, mal testet, ja, dann bleibt sie verschlossen. Aber es darf nicht bei diesem Vertrauen allein bleiben, sondern zu diesem Vertrauen muss Erfahrung kommen. Und die Erfahrung kann ihr Vertrauen dann noch verstärken. Ah, bis hierher hatte der Buddha recht, bis zur dritten Wahrheit hat er recht, das habe ich jetzt gesehen. Dann hat er vielleicht auch bei der vierten Wahrheit recht, so ungefähr. Ja, ja, und am Ende ist das Vertrauen hundertprozentig, weil das Wissen, die Erfahrung hundertprozentig ist. Ja. Es gibt nichts Überzeugenderes als die eigene Erfahrung.